Bald haben wir es geschafft mit dem Thema. Es geht weiter vom letzten Dienstag. Wir haben, oder ich lehre aus einem Buch von Pastor Gray. Und das Buch heißt, übersetzt heißt es, Fragen, die Pfingstler gestellt haben. Da gibt es drei Bücher davon und wir haben aus einem dieser Bücher, habe ich ein Unterthema rausgesucht. Und das Thema ist das Verhältnis oder auch die Beziehung zwischen Gemeindemitgliedern und auch ihrem Pastor. Und da gab es einige Fragen. Und diese Fragen, die da gestellt worden sind, das waren nicht irgendwelche anderen Gemeinden, Baptisten oder was auch immer für Gemeinderichtungen, sondern das war wirklich von unseren Gemeinden, in dem Fall insbesondere aus den USA. Aber auch in den USA leben auch nur Menschen. Das heißt, die Probleme, die die dort haben, menschliche Probleme, so ähnliche haben wir auch. Ziemlich ähnlich sogar. Gut, machen wir mal weiter mit der nächsten Frage, mit dem nächsten Thema. Und zwar, da hat jemand geschrieben, er bräuchte die Erlaubnis seines Pastors, um benutzt zu werden. Und die Frage, die er gestellt hat zu diesem Unterpunkt ist, ich wurde mal gefragt, von einem Pastor einer anderen Gemeinde, also nicht seiner Gemeinde, mitzumachen bei einem Gemeindetreffen, das sie dort in ihrem Bezirk hatten. In Amerika gibt es so kleinere Bezirke oder Sektionen, die da aufgeteilt sind. Und die hatten da sich zusammengetan und wollten ein Treffen haben. Und ein Pastor, vermutlich derjenige, der dieses geleitet hat oder ein Teil von der Leitung war, hat ihn gefragt und hat ihn gebeten, etwas zu tun. Und dann geht es weiter und er sagt, mein Pastor allerdings hat es nicht erlaubt, dass ich da mitmachen durfte. Und er sagte dann auch zu mir, mein Pastor, bevor ich überhaupt gefragt werden sollte, hätte er zuerst gefragt werden müssen. Also bevor derjenige in der Gemeinde gefragt wurde von dem Pastor, hätte der Pastor der anderen Gemeinde erst seinen Pastor fragen sollen. Und dann hat er weitergeschrieben und hat gesagt, warum sollte man denn eigentlich aus so einem kleinen Hügel einen riesen Berg daraus machen? Oder wie wir es sagen, aus einer Ameise einen Elefanten machen. Und auch, warum ist er eigentlich so wählerisch? So, die Antwort, die Pastor Gray ihm gegeben hat, ist auch genauso. Er sagt, ja, dieser Pastor hätte zuallererst einmal deinen Pastor fragen müssen, ob das überhaupt in Ordnung ist, dass er ihn benutzt. Und er sagt, das ist ganz normal, das gehört zum Anstand unter den Predigern und das gehört zu der Ethik unter den Predigern. Also die Prediger untereinander, sie haben sich auch verständigt auf eine vernünftige Verhaltensweise untereinander mit verschiedenen Gemeinden, wenn sie zusammenkommen, dann funktioniert das Ganze, wenn sich jeder ethisch und richtig verhält. Und er hat auch hingeschrieben, und das ist alles aus guten Gründen so festgelegt worden. Und dann schreibt er weiter und sagt, zuerst einmal, dein Pastor, er ist dein Hirte und er ist von Gott gegeben, um über dir zu sein oder um dich zu beaufsichtigen. Und er schreibt auch weiter und sagt, dein Pastor ist das sichtbare Haupt der Gemeinde. Und niemand anderes sollte diesen Pastor hintergehen. Oder umgehen, wie auch immer, und zwar auch aus Respekt zu den einzelnen Mitgliedern der Gemeinde. So, und dann beschreibt es auch ein bisschen einfacher oder anders, um es zu verstehen. Und zwar sagt er, auf eine gewisse Art und Weise könnte man so beschreiben, dass er ist wie ein Vater in einer irdischen Familie. Natürlich wissen wir alle, Jesus Christus, Gott, er ist unser Vater, aber das sollte nur eine bildliche Darstellung sein. Und dann schreibt er weiter und sagt, wenn du ein Vater bist, dann bin ich mir sicher, dass du es ablehnen würdest, wenn ein anderer einfach kommt und will dein Kind für irgendetwas benutzen. Für irgendetwas, aber redet nicht mal mit dir, sondern es ist dein Kind, er will einfach, dass dein Kind irgendwo mitmacht oder irgendwo hingeht, ohne dass er vorher um deine Erlaubnis gefragt hat. Und ich meine, das ist ja ganz vernünftig, das würde jede gute Eltern würden das tun, die würden ihre Kinder irgendjemandem gerade mitgeben und sagen, ja, mach mal, weil sie kennen ihre Kinder einfach
besser als die fremde Person. Und sagt er hier, es gibt, gibt verschiedene Gründe, warum natürlich die kleinen Kinder nicht irgendwo Süßigkeiten einfach nehmen und essen sollen. Weil das könnte vielleicht sein, dass das Kind Diabetiker ist. Oder einfach starke Allergien hat gegen irgendetwas. Und der Vater oder die Eltern generell, die wissen das. Aber ein Fremder weiß das nicht. Und so ist das zu sehen auch, auch im Geistlichen. Die Kinder hier in dem Fall, sie haben vielleicht ein großes Verlangen nach den Süßigkeiten oder diesen anderen Dingen, die ihnen schaden. Aber deshalb dürfen sie es trotzdem noch nicht nehmen, weil sie würden sich selber schaden und die Kinder wissen es oft manchmal gar nicht, dass sie es tun. Und so ist es, wie gesagt, auch im Geistlichen, dass das passieren kann, dass Gemeindemitglieder ein gewisses Verlangen haben, etwas für den Herrn zu tun. Bleiben wir mal bei dem Beispiel, was wir vorher schon mal hatten. Da ging es um Pianospieler. Vielleicht ist es jemand, der in der Gemeinde Piano spielt und er macht das gerne und er hat ein Verlangen, dieses Talent auch weiterzugeben, zu benutzen. Aber der Pastor weiß, dass es nicht gut ist für die Person, wenn sie jetzt in anderen Gemeinden oder in Gemeindetreffen Piano spielt, weil die Person, die das Piano spielt, vielleicht Probleme hat mit Stolz. Und der andere Pastor weiß das gar nicht. Und deshalb ist es auch so bei uns, wenn wir Gemeindetreffen haben und die Sachen werden besprochen, dann wird das unter uns Pastoren besprochen, was haben wir denn geplant, was wollen wir denn machen, wo haben wir das Gemeindetreffen und so weiter. Und die Pastoren sind informiert. Und wenn es dann darum geht, ob spezielle Lieder gesungen werden und so weiter, dann wissen auch die Pastoren darüber Bescheid. Und wenn ein anderes Gemeindemitglied etwas tun, oder wenn wir jetzt zum Beispiel in Mannheim Gemeindetreffen hätten und wir denken, aus der Gemeinde von Bruder Soap ist jemand, der ist so talentiert in Gitarre spielen von mir aus, den würden wir gerne mit einsetzen, dann gehen wir nicht zu dieser Person hin, sondern wir gehen erst zu Pastor Soap und reden mit ihm darüber. Und wenn er sagt, ja, kannst du machen, überhaupt kein Problem, freut mich, wenn ein Segen sein kann für unser Gemeindetreffen, dann sagen wir, alles klar, wir werden mit ihm Kontakt aufnehmen. Und dann ist das was ganz, ganz anderes. Nun gut, er sagt auch weiter, zweitens könnte es auch sein, dass du, also spricht ja die Person an, die die Frage gestellt hat, dass du vielleicht gerade diszipliniert werden musst. Und dass es jetzt momentan in dieser Zeit, dass du nicht eingesetzt werden sollst. Und weißt du, es sind wenige Kinder, die sich daran freuen, wenn sie keine Süßigkeiten mehr für eine gewisse Zeit essen dürfen. Und sie haben Hunger danach und sie haben eine Lust danach, aber die Eltern reglementieren es und sagen, du warst nicht brav, du warst nicht gehorsam, für dich gibt es nichts Süßes die nächsten 2 Wochen beispielsweise. Das ist natürlich nicht einfach für die Kinder, wenn sie es gewohnt sind. Und so kann es auch als in der Gemeinde sein, dass das gerade eine Disziplinarmaßnahme ist. Und ein Pastor aus einer anderen Gemeinde, der wirklich Pastor auch ist, der wird das verstehen. Und wenn er dann zu deinem Pastor kommt und fragt und du sagst, nein, derzeit nicht, gibt es ein paar Gründe, muss er ihm nicht erzählen, erzählt er ihm auch nicht, aber dann wird der andere Pastor dann auch nicht nachfragen, ja, um was geht's denn und so weiter und so fort, das interessiert ihn gar nicht, sondern er wird sagen, alles klar, verstehe ich. Und dann wird dieser andere Pastor, das ist noch der Umkehrschluss, der wird auch noch Respekt haben vor deinem Pastor, weil er genau weiß, siehst du, er würde dasselbe tun. Er würde mich auch erst fragen und wenn ich ihm sagen würde nein oder was auch immer, dann würde er es auch verstehen. Und das gehört sich halt einfach so. Amen. So, er schreibt auch weiter und sagt, alles andere, was irgendwie dieses gute Verhältnis zwischen anderen Pastoren untereinander zerstören kann oder anspannen kann, das soll unter allen Umständen vermieden werden. Denn Gott, er segnet Einheit und er segnet auch Harmonie unter den Predigern der verschiedenen Ortsgemeinden. Und es ist ganz wichtig, dass all diese Prediger sich anstrengen, diese Einheit auch weiterhin zu bewahren. Und dann hat er auch geschrieben und schlussendlich einfach diesen
Verhaltenskodex zu brechen und ihn zu bezeichnen, als sei es nur eine Kleinigkeit und nichts Besonderes, das soll er sich unterstellen, so etwas zu behaupten. Weil wie gesagt, das kann wieder die Einheit zerstören. Und wenn die Einheit nicht mehr da ist, dann wie soll dann der Herr weiter noch wirken unter diesen ganzen Gemeinden? Dann hat der Teufel wieder einen Fuß drin innerhalb dieser Gemeinden. Deshalb ist das keine Kleinigkeit. Und das hört sich vielleicht komisch an, aber das sind alles Dinge, die auch schon vorgefallen sind, auch hier schon in Deutschland vorgefallen sind. Keine Sorge, jetzt nicht letzte Woche oder so, das ist schon eine Weile her. Aber das hat schon einen Schaden angerichtet und es hat lange Zeit gedauert, einiges wieder in Ordnung zu bringen. Und deshalb ist es keine Kleinigkeit. So, dein Pastor, schreibt er weiterhin, er steht unter Gott und er hat die Verantwortung zu tragen, so wie der Herr es ihm gegeben hat. Und ihm ist es wohl klar, dass die Person, die geschrieben hat, das noch nicht ganz verstanden hat. Und deswegen hat er es ihm gesagt. Und zwar, da er gesagt, dein Kritik, dass dein Pastor, einfach nur bestimmte Leute bevorzugt und raussucht, so wählerisch ist, das ist eine verwerfliche Einstellung. Das sollte man tadeln, schreibt er. Und das sollte er wieder zur Buße finden. So, der Herr hat den Pastor in sein Leben eingesetzt, schreibt er, und es ist ganz wichtig, dass er weiterhin eine gute Einstellung gegenüber seinem Pastor hat, auch wenn er nicht immer alles versteht, warum er Ja oder Nein gesagt hat, soll er weiterhin dem Herrn dienen und seinem Pastor sich unterwerfen und nicht einfach nur mit den Lippen, sondern auch mit seinem Herzen. Und die Schriftstelle hatten wir das letzte Mal schon gelesen, deswegen lese ich sie nicht nochmals, weil er sie hier auch wieder angegeben hat, und zwar in Hebräer 13, Vers 17, dass die Leiter über unsere Seelen wachen. Amen. Die nächste Frage, die gestellt wurde, ist, mein Pastor, er lässt mich nicht predigen. Ich muss da erstmal einen Schluck nehmen hier. Und er sagte, ich bin schon erlöst seit 4 Jahren. Schon, also eine ewig lange Zeit. Und Gott hat mich gerufen in den Dienst hinein, zum Predigen also. Und er salbt mich immer, wenn ich mal predige. Aber mein Pastor, er lässt mich nur selten predigen. Er lässt Evangelisten kommen. Und wenn ich diese Evangelisten als höre, dann weiß ich ganz genau, ich kann das besser als die. Ich kann besser predigen als die. Aber ich kriege ja nie die Chance. Und es ist manchmal, ihr müsst ja selber schmunzeln, wenn ich die Sachen auch als lese, muss ich auch als drüber lächeln, wenn es nicht so ernst wäre, weil du siehst einfach, da ist keine geistliche Reife. Mein Gott, ist ja auch 4 Jahre dabei und denkt, jetzt weiß er schon alles. Wahrscheinlich ist das jetzt die geistliche Pubertät, in der er sich befindet. Ne? Er weiß jetzt, alles wird bockig. Aber jetzt kommt's und dann, der Pastor hat mich gebeten, dass ich die Sonntagsschule leite, dass ich als Evangelisationsdirektor, also um die Leute draußen so einzuladen, will er mich einsetzen. Aber all diese Positionen, die bringen nichts, wenn ich predigen will. Weil auf all diesen Positionen kann ich ja nicht predigen. Und dann hat er gesagt, und das nagt an mir Tag und Nacht. Kein Wunder, dass er eingesetzt wird. Und dann sagt er, ich war verlobt mit einem Mädchen, aber wir haben es dann beendet und mein Pastor beschuldigt mich, dass ich schuld daran wäre. Und er beschuldigt auch mich, weil ich würde nicht genug Heimbibelstudien lehren bei den Leuten zu Hause. Also nicht predigen, sondern bei den Leuten zu Hause. Und ich habe so das Gefühl, er benutzt einfach nur diese Dinge so als Vorwand oder als Ausrede, um mich vom Predigen abzuhalten. Und so allmählich spüre ich schon, wie ich bitter werde. Was denkst du, sollte ich tun? Ich glaube, viele von uns ist die Antwort schon ziemlich klar. Aber du siehst, für diese Person ist die Antwort nicht klar. Die ist so drin gefangen, die glaubt das wirklich so, was sie da sagt, und merkt nicht, wie der Feind an ihr gearbeitet hat, an dieser Person.
Und dann hat er geschrieben, als Antwort darauf, Pastor Gray hat geschrieben, ich kenne deinen Pastor und er hat schon viele gute junge Männer Gottes ausgebildet und hat sie in die Ernte hinausgeschickt und sie haben in dem Weinberg des Herrn erfolgreich gearbeitet. Und er schreibt weiter, und ich bin mir auch sicher, dass er dich auch erfolgreich trainieren wird zu der Zeit, in der er sieht, dass du auch bereit bist. Also solange es dauert, solange dauert es nun mal. Und er hat ihn geschrieben, das hat er schon immer so gemacht, dein Pastor, und das wird er auch weiterhin so tun. Und er hat ihm geschrieben, du bist in guten Händen und du kannst sicher sein, dass du gut ausgebildet wirst und zur gegebenen Zeit auch wirklich zum Predigen entsandt wirst. Und er hat gesagt, das ist nicht wirklich dein Problem. Und dann hat er geschrieben, dein Problem ist mit dir selbst. Du selbst bist das Problem. Und dann hat er geschrieben, es ist sehr offensichtlich, dass du noch sehr jung bist. Jung ist, wie gesagt, immer relativ. Ne? Aber hier ist wahrscheinlich auch noch das Alter gemeint, relativ jung. Und dass du noch sehr unreif und kindisch bist. Das hören manche Leute nicht gerne, aber er hat es halt mal direkt gesagt. Und in dem Gebiet der persönlichen geistlichen Entwicklung oder christlichen Entwicklung, da brauchst du noch viel Hilfe. So eigenartig wie es scheint, deine Fähigkeit allein zu predigen, das ist nicht die hauptsächliche Bedingung für den Dienst, für den Predigerdienst. Und dann hat er geschrieben, les mal 1. Korinther, das wollen wir auch tun, 1. Korinther 1, Vers 26 bis Vers 29. 1. Korinther 1, Vers 26 angefangen. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Amen. So, hier beschreibt er einfach auch nochmals, dass alleine gut reden zu können, alleine gut Gedanken formulieren zu können, vielleicht eine klare Struktur zu haben und so weiter, das ist nicht ausreichend, um in dem Predigerdienst erfolgreich zu sein und zu bestehen. So, er hat geschrieben, du bist nicht von Gott erwählt worden in den Dienst, weil du halt solche Fähigkeiten hast zu reden oder zu predigen. Und weil wenn das nämlich so wäre, dann könntest du dich selbst loben, du könntest dich selbst rühmen und das ist genau meiner Meinung nach auch das, was du gerade tust, schreibt er. Und ich denke, du hast ein Problem mit deinem Ego. Wir erinnern uns, in der Frage hat er gesagt, ich höre oft die Evangelisten, wie sie predigen, aber ich weiß sofort, das kann ich besser, das hätte ich viel besser ausgedrückt und gesagt. Und hier sagt er, das ist ein Problem, das er hat mit seinem Ego. Und er hat weitergeschrieben, Gott erwählt diejenigen, die demütig sind, die sich erniedrigen, die sich als zur Verfügung stellen, als ein Gefäß und möglicherweise noch nicht mal großartige Fähigkeiten haben. Und dann kommt der Herr und er trainiert sie, er qualifiziert sie und dann setzt der Herr sie dort ein, wo er sie haben möchte und er benutzt sie so, wie er es möchte, damit schlussendlich das Fleisch sich selbst nicht rühmen kann, wie es in Vers 29 steht, sondern dass der Herr alle Ehre bekommt. Und das ist immer ein Zeichen von guten Predigern, dass sie nicht die Ehre suchen, dass sie nicht die Anerkennung suchen, sondern dass man merkt in ihrem Dienst auch, dass der Herr verherrlicht wird. Und wie gesagt, er hat damit wohl Probleme. Und er hat gesagt, und tatsächlich einige der besten und erfolgreichsten Prediger, schreibt er, das sind nicht die, die die Welt als erfolgreich oder großartige Prediger ansieht. Sind vielleicht nämlich keine guten Redner, sie
die Predigten, die sie predigen, sind nicht so, so inspirierend manchmal für den einen oder anderen. Nichtsdestotrotz, schreibt er, sind es großartige Männer Gottes, die er mächtig auch benutzt und die hochgeachtet sind. Ein Pastor ist mehr als nur ein reiner Prediger. Und ich hatte auch schon von anderen Missionaren und Männer Gottes gehört, die schon lange mit dem Herrn gehen und in der Arbeit tätig sind. Die haben auch gesagt, die kennen viele Pastoren. Wenn du sie hörst, wie sie predigen, sagt er, es ist manchmal nicht gerade so toll und manchmal nicht sehr berauschend, hat er gesagt, aber sie sind solch gute Pastoren. Die Leute sind so geborgen unter deren Dienst, sie sind so beschützt unter deren Dienst, wie es kein anderer tun könnte. Und dann hat er gesagt, dann gibt es andere Evangelisten und so weiter, die sind wirklich gute Redner, aber sie wären keine guten Pastoren. Und wie gesagt, anhand einer Predigt oder Predigten generell kannst du niemals festmachen, ob es ein guter Pastor ist oder kein guter Pastor ist. Da gehört viel, viel mehr dazu. Und schlussendlich ist es ja auch nicht unsere Aufgabe zu bestimmen, wer ein guter Pastor ist oder nicht. Der Herr weiß, was er tut. Der Herr setzt die Leute dort ein, wo sie gebraucht werden. Amen. Der Herr kennt nämlich auch die Menschen, die in dieser Umgebung leben, die er gewinnen möchte. Ich mach auch mal ein Beispiel. Wenn man sich als auch Gemeinden anschaut, generell und allgemein nur gesprochen, wenn sie noch am Anfang sind, kleine Gemeinden sind, oft ist es so, dass die Art und Weise, wie der Pastor ist, relativ ähnlich, nicht identisch, sondern ähnlich, so sind auch die Menschen am Anfang, die in die Gemeinde kommen. Und du siehst das ein Beispiel nur. Wir könnten mehrere machen, aber ein Beispiel. Wenn du schaust, Gemeinden, die in einem Gebiet in Deutschland leben, wo es viele Russendeutsche gibt. Wenn da der Pastor auch so ist, dann kann er viel effektiver diese Leute dort erreichen. Und du wirst nicht so viele andere Menschen, die auch in dem Gebiet leben, dort erstmal vorfinden. Aber es wär dann auch sinnlos, jemand anderes dort einzusetzen, der von einer ganz anderen Ecke kommt, der, was weiß ich, unter einer ganz anderen Stadt, einer riesen Metropolregion kommt und ganz anders aufgewachsen ist, erzogen worden ist und er predigt dort und wundert sich, kein Mensch kommt. So, der Herr weiß ganz genau, wen er wohin ruft. Amen. Und dann siehst du auch hinterher, wenn du das mal beobachtest, die Gemeinden wachsen weiterhin. Der Herr möchte alle erreichen. Das soll man nicht falsch verstehen. Er will sie alle erreichen. Aber am Anfang sind sie relativ ähnlich wie der Pastor. Aber dann beginnt auch der Dienst des Pastors sich zu multiplizieren. Es werden andere weitere eingesetzt in der Gemeinde und es können auch Geschwister, die in die Gemeinde gekommen sind, neue, sie können aufgrund ihrer Erfahrungen und so weiter auch der Gemeinde dienen, den Menschen der Gesellschaft dienen und es kommen andere Menschen auch hinein in die Gemeinde und fühlen sich wohl und fühlen sich geborgen, weil der Dienst sich multipliziert hat mit der Zeit. Amen? Preis den Herrn. Okay, weiter geht's. Wie gesagt, hier hat er auch geschrieben, auf der anderen Seite gibt es einige Männer, die haben großartige Fähigkeiten, aber sie müssen auf der Außenlinie, an der Seitenlinie sitzen, ne, auf der Ersatzbank, und weil ihr Dienst ist nicht mehr effektiv und sie sind momentan kein Segen mehr, weil sie sich zu sehr auf ihre eigenen Talente und Fähigkeit verlassen haben, anstatt sie sich auf den Herrn verließen. Und der Apostel Paulus schreibt auch in 1. Korinther 2, Vers 1 bis Vers 5, wollen wir dazu auch mal lesen. 1. Korinther 2, Vers 1 bis Vers 5. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Und ich glaube, Paulus hätte das gekonnt, wenn er gewollt hätte. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und das bedeutet etwas. Es gibt nämlich manche Leute, die müssen ihr Know-how und ihr Wissen immer
heraushängen, müssen immer jedem zeigen, was sie alles können und was sie alles gelernt haben. Paulus war nicht so. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Da war Salbung darauf, da war apostolische Kraft dahinter, wenn er gelehrt und gepredigt hat. Und zwar Vers 5, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Und darum geht es. Der Herr muss in den Predigen und in den Bibelstudien wirken können. Es muss klar sein, dass die Leute die Kraft Gottes spüren und dass darin ihr Glaube gegründet ist und nicht auf die Person, die hinter der Kanzel steht. Denn wenn irgendwas mal sein sollte und diese Person ist nicht mehr, und dann würde das Fundament einiger Menschen unter den Füßen wegnehmen und sie würden vom Glauben möglicherweise sogar abfallen. Und deshalb darf es nicht sein, dass wir darauf schauen, auf Menschen, die besondere Fähigkeit haben hinter der Kanzel und uns dann sozusagen voll und ganz unser Glaube darin gründen. Und das machen wir ja nicht. Aber wie gesagt, das ist, trotzdem gibt es Menschen, die das tun. Aber das sind meistens Menschen, die es nicht besser wissen. Die noch neu sind, die noch ganz frisch beim Herrn sind. Und die werden es mit der Zeit aber auch lernen. Und wie gesagt, er schreibt weiter, er ist nicht gekommen, um mit seinen Fähigkeiten zu predigen, sondern er hat es zugelassen, dass der Geist Gottes wirken konnte in seinem Leben und ihn benutzen konnte. In Philipper 3, Vers 7 bis Vers 8, da lesen wir, Philipper 3, Vers 7, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles in Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Er hat nicht so viel von sich selber gehalten. Er hat sich nicht so viel eingebildet auf seine Fähigkeiten, auf sein Wissen, auf sein Studium, was er hatte, weil er wusste, das ist im Vergleich zu Gott nichts. Er hat es für nichts erachtet, weil wenn er das nämlich nicht getan hätte, dann wäre es ein leichtes gewesen, dass Stolz in sein Leben hineingekommen wäre. Ja. So, er war voll und ganz dem Herrn hingegeben. Er hat alles Christus gegeben und dem Dienst. Und so wie er war hinter der Kanzel, so war er auch im Privaten, im Lehren, im Helfen von anderen Menschen. Und das ist das, was dem Herrn gefällt. Dass die Person nicht anders ist hinter der Kanzel und nachher im privaten Zuhause oder sonst wo auf der Arbeit ganz, ganz anders ist. Und er schreibt weiter, er hatte keine fleischlichen Ambitionen, die ihn getrieben haben, die ihm sagten, oh, wenn du da predigst, diese Chance musst du nutzen, da musst du predigen, weil da kommen viele Leute, da kommen auch viele andere bekannte Prediger. Weil wenn die dann da sind, dann sehen sie, wie du predigst und dann hören sie, wie gut du bist, dann wirst du bei denen auch mal eingeladen. Geistliche Kämpfe, das sind alles Stimmen, die versuchen, in Prediger und Pastoren einzudringen. Und dann gibt es, und manche junge Prediger lassen sich dazu verführen. Sie freuen sich, wenn sie dann da und hier und jene überall predigen können und immer mehr auch Anerkennung bekommen. Auch wenn sie eine gute Tat getan haben bei der Predigt. Aber für manche ist es vielleicht besser, nicht so viel außerhalb zu predigen. Und deshalb, am Sonntag, glaube ich, habe ich es auch erwähnt, deshalb ist es immer gut, wenn einer Prediger ist, dass er einen Pastor über sich hat, der ihn dann mal sagt, nee, ich denke, es ist keine gute Idee, dass du zu dieser Konferenz gehst und dort predigst. Oder was auch immer. Amen. Philipper 4, Vers 11 und 12. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht, schreibt er 4, Vers 11 und Vers 12. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. So kurz gesagt, es ist ihm egal, wie der Herr ihn benutzt. Ob er in einer großen Tätigkeit benutzt wird, in einer kleinen Tätigkeit, es ist egal. Er weiß, alles, was er tut, ist aus Gnade Gottes und weil der Herr ihn dazu befähigt hat. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Und er hat dann weitergeschrieben, wenn Paulus in deinen Schuhen stecken würde heutzutage,
dann würde er alles geben, um der beste Sonntagsschuldirektor zu sein. Er würde alles geben, um der beste Evangelisationsdirektor deiner Gemeinde zu sein, also der hinausgeht und Traktate verteilt und die Leute einteilt. Da gehen wir heute hin, nächstes Mal gehen wir dahin und so weiter. Und er würde sich Mühe geben, so gut es geht, weil er würde das alles als ein Privileg erachten, dass er überhaupt noch benutzt wird. Und er würde so lange in diesen Aufgaben arbeiten, bis der Herr eine andere Tür, eine andere Möglichkeit für seinen Dienst öffnen würde. Und zwar der Herr und nicht er selber erzwingt. So, dann hat er geschrieben, du scheinst mir, wie die Schrift es sagt, noch ein Neuling zu sein. Und da lesen wir 1. Timotheus 3, Vers 6. Er sagt, es ist wichtig, dass nämlich die Neulinge noch zurückgehalten werden, dass sie noch nicht alles machen können, was sie wollen, denn das kann gefährlich sein. Es soll kein Neugetaufter oder Neuling sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Es ist immer eine Gefahr, wenn Menschen sehr motiviert zum Herrn gekommen sind. Sie sind wie hier dieser Prediger 4 Jahre in der Gemeinde. Und in 4 Jahren kann einiges passiert sein, können einiges gelernt haben, aber sie sind trotz alledem noch neu. Und wenn dann so jemand ohne eine Autorität über sich hat und wird hinausgeschickt in die Welt und soll predigen und dies und jenes machen und hier eine Gemeinde öffnen und da eine Gemeinde öffnen, das ist für die Person und für all die anderen sehr, sehr gefährlich, weil man so schnell stolz werden kann. Ich sag, solange du diese Tendenzen weiterhin behältst in deinem Leben, wird dein Pastor dich genau dort lassen, wo du gerade bist. Und das ist genau das Richtige für dich, schreibt er. 1. Timotheus 3, Vers 10 gibt ihm noch auf den Weg. 3, Vers 10. Und man soll sie zuvor prüfen und wenn sie untadelig sind, sollen sie den Dienst versehen. So, er sagt, du musst noch geprüft werden, du wirst noch getestet. Dein Pastor beobachtet dich noch. Und er hat geschrieben, du musst noch reif werden, im Natürlichen wie auch im Geistlichen, bevor du wirklich einen Dienst hinter der Kanzel bekommen kannst. So, er hat gesagt, das ist ein sehr wichtiges Prinzip, das du auch verstehen musst, und zwar, dass man nicht oben anfängt, sondern man fängt unten an. Und da muss man sich beweisen und da muss man treu sein, gewissenhaft sein und so weiter. Und er sagt auch, Jesus sagte auch in Lukas 16, Vers 10, wir lesen es nicht, er sagt, wer treu ist im Geringsten, der kann auch treu sein in größeren Dingen. Ne? Oder wer ungerecht ist in dem Geringsten, wird auch ungerecht sein in den großen Dingen. So, und er sagt, dieses Prinzip, das gilt auch noch für uns heute. Und er hat auch geschrieben, du wirst viel schneller vorankommen mit Gott und mit deinem Pastor, wenn du wirklich demütig wirst und einen gehorsamen Geist entwickelst und du bereit sein wirst, alles zu tun, um dem Reich Gottes nützlich zu sein. Egal, was es ist. Egal, welche Tätigkeit. Und dann schreibt er auch noch zum Schluss, Galater 6, Vers 3 bis 5, denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. So, er schreibt am Ende, denk daran, ich sage nicht, dass du kein Prediger sein kannst, sondern ich sage dir nur, du hast noch einen sehr langen Weg vor dir, bis das passiert. Und du musst ändern, und zwar deine Einstellung. Amen. Nächste Frage, die gestellt wurde, heißt, der Pastor, er ist ein Hinderungsgrund für die Erweckung. Und zwar schreibt er die Frage, ich hatte gehört, wie unser Evangelist, der bei uns war, einem Pastor unserer Nachbarsgemeinde gesagt hat, dass
unser Pastor hätte ihm nicht die volle Freiheiten gegeben, in seiner Gemeinde zu dienen, also in der Predigt. Und das ist der Grund, weshalb wir keine wahre Erweckung hatten. Und dann fragt er den Pastor Gray, kann das stimmen? Ist das so? Und dann schreibt Pastor Gray dazu, es tut mir leid, erstmal, dass du das gehört hast, denn das war mit Sicherheit nicht für deine Ohren bestimmt. Und dann hat er weiterhin geschrieben, es ist auch nicht richtig, in die Gespräche anderer Leute hineinzuhören. Und dann gesagt, und ich hoffe ernsthaft, schreibt er, dass es nur wirklich ein Zufall war, dass du es gerade gehört hast und nicht so, weil du bewusst hören wolltest, was denn da der Evangelist mit dem anderen Pastor redet. Und das gibt es überall, in allen Gemeinden gibt es Leute, die sind so neugierig, die wollen alles wissen. Dinge, die sie nichts angehen, sie wollen es trotzdem wissen. Und wenn sie sehen, wie jemand, wie zwei sich unterhalten und sie denken, das könnte was Interessantes sein, dann gehen sie immer näher ran, die Ohren werden immer größer und sie wollen Sachen mitbekommen, die für sie nicht gedacht sind. So, dann hat er geschrieben, nun, wenn es dann eine Gewohnheit von dir ist, bei Gesprächen von anderen Leuten zuzuhören, die dich nichts angehen, dann wird es Zeit, dass du damit aufhörst. Und es ist manchmal besser, dass wir als Dinge gar nicht wissen. Und dann hat er gesagt, aber mal angenommen, dass du es auch korrekt gehört hast, weil du kannst es ja auch falsch gehört haben und es gar nicht richtig verstanden haben, weil du irgendwie mitten im Gespräch hineingekommen bist. Aber mal angenommen, du hast es richtig gehört, kann so sein, muss aber nicht so, schreibt er. Dann möchte er aber betonen, dass was der Evangelist da gesagt hat, das waren nur seine Gefühle, die er da gerade zum Ausdruck gebracht hat in dieser Angelegenheit. Das sind Gefühle, die er geäußert hat und das ist nicht eine reine Tatsache, nur weil er sich so fühlt. Und nicht mal er oder irgendein anderer Mensch auf Erden, der lebendig ist, kann Erweckung bringen. Und dann hat er gesagt, seine Freiheit oder seine Einschränkung, die haben ihn vielleicht beeinflusst in seiner Predigt irgendwo, aber es ist nur Gott derjenige, der Erweckung bringt. So, wenn es nur Gott ist, der die Erweckung bringt und dafür verantwortlich ist, kann kein anderer Mensch dafür verantwortlich sein. Er kann mithelfen dafür, aber der Herr ist derjenige, der es tut. Er bringt auch das Wachstum. Und dann hat er gesagt, während es wunderbar ist, Evangelisten zu haben, und Gott hat sie auch erwählt in seinem Plan, dass sie dienen und helfen. Das ist ein sehr wichtiger Teil für uns in der Gemeinde. Aber der Pastor der Gemeinde, hat er geschrieben, das ist derjenige, den der Herr eingesetzt hat, der die Verantwortung trägt für diese Gemeinde und der die über diese Gemeinde wacht. Der Evangelist, der kommt, schreibt er, er muss sich dem Dienst des Pastors und seiner Leitung unterordnen, während er dort in seiner Gemeinde ist und dieser örtlichen Gemeinde dient. Er kann nicht kommen und machen, was er will. Wenn wir Pastor Holland einladen und er predigt hier, dann und es gibt irgendetwas, das Pastor Wey nicht möchte, das gemacht wird hier in den Gottesdiensten, dann wird er das zum Beispiel Pastor Holland sagen und Pastor Holland wird das nicht tun, weil er sich dem Dienst des Pastors, in dem er gerade dient, in der Gemeinde, dem wird er sich unterordnen und auch andere sollten das tun. Und das sind manchmal nur Kleinigkeiten, wenn der Pastor beispielsweise sagt, ich gebe dir von mir aus 20 Minuten heute. Und dann predigt er und nach 1,5 Stunden denkt er so, jetzt ist fertig. Ich rede nicht von 22 Minuten, ich rede auch nicht von 25 oder mal 30 Minuten, sondern wirklich bewusst ignoriert und drüber gesetzt. Das kann vielleicht mal aus Versehen passiert sein. Aber wenn das dann häufiger der Fall ist, dann siehst du, dieser Evangelist will sich nicht unterordnen,
dem Pastor, dem das gesagt hat, weil er denkt, dass er muss so und so lang predigen, er fühlt so und so. Und dann, das ist nur eine Kleinigkeit, da gibt es noch andere Themen, wo ein Pastor sagt, ich will, dass dies und jenes nicht in der Gemeinde hier gemacht wird, weil der Pastor kennt seine Gemeinde, er kennt seine Schafe. Er weiß ganz genau und er kennt im Normalfall auch den Evangelisten. Denn der Pastor ist verantwortlich für die Gemeinde. Er ist auch mitverantwortlich, was hinter der Kanzel gepredigt wird. Das heißt, er achtet darauf, wer hinter die Kanzel kommt und hier irgendetwas predigt oder lehrt. Nicht irgendjemand. Und der Herr ehrt das und respektiert das. Denn der Herr hat ihm diese Autorität übertragen für diese Gemeinde. Nun, der Pastor muss natürlich darauf achten, dass er auch im Wille Gottes ist, wenn er, sage ich mal, bestimmte Dinge verlangt und sagt zu dem Evangelisten. Aber davon müssen wir erstmal ausgehen. Selbst wenn das nicht der Fall wäre, wenn der Pastor sein Amt missbraucht hätte, wäre es nicht unsere Sache, das zu beurteilen, sondern das muss der Herr tun. Und der Herr wird das natürlich auch tun, weil der Herr will ja das Beste für jeden Einzelnen von uns. Amen. So, ich springe mal ein bisschen weiter. Das meiste ist das, was ich Ihnen schon gesagt habe. Und er hat auch gesagt, nun, die Sache ist auch die, wenn der Evangelist weg ist, ist der Pastor derjenige, der noch da ist. Ne? Dem Evangelist kann das egal sein. Ne? Hinterlasst verbrannte Erde und tschüss. See you next year or never, ne? Was auch immer. Und der Pastor denkt, na super, jetzt habe ich hier einen riesen Scherbenhaufen und muss jetzt alles wieder zusammenflicken von dem, was er erzählt hat. Und deshalb kann es auch mal sein, dass ein Evangelist kommt und sagt, ich würde gerne hier bei euch predigen, aber euer Pastor will mich nicht einladen. Geh nicht drauf ein, dann gibt es Gründe dafür. Kannst fragen, hast du mit ihm gesprochen? Ja, habe ich mit ihm. Dann bet weiter. Amen. Und geh weg. Fertig. Das ist das Beste, was du tun kannst. Lass dich gar nicht drauf ein, auf diese Diskussion. Amen. Okay, eine einzige Sache. Ich beeile mich, ich nehme nicht alles, was drin ist. Weil das gibt es tatsächlich auch und auch in einer anderen Form. Und zwar, Gott hat mir gezeigt, dass ich eigentlich der Pastor bin. Ich rede nicht von mir, gell? Das ist hier gleich mal richtig stellen. Wir sind immer noch in diesem Buch. Und jetzt kommt hier, was er sagt. Spricht der Herr nicht zu jedem Einzelnen von uns? Oder ist das nicht mehr so? Ich weiß, er redet zu mir, aber mein Pastor sagt mir, dass ich soll ihm gehorsam sein und dass das alles Stimmen vom Teufel seien. Aber dennoch, ich bin überzeugt, dass Gott mir Dinge offenbart, die diese Gemeinde hier braucht. Er hat mir zum Beispiel gesagt, dass der Pastor ein Stein des Anstoßes sei, in dem Fall auch wieder für Erweckung, und dass er nicht wirklich die Geschwister in der Gemeinde liebt, da haben wir es wieder, und auch, dass es bei uns in der Gemeinde, schreibt er, gibt es drei Frauen, die haben einen Geist der Lust. Und Gott hat mir das gezeigt, dass ich da eigentlich wirkliche Pastor bin. Und er möchte, dass ich die Menschen in tiefere geistliche Wahrheit hineinführe, denn mit diesem Pastor sind die Menschen in der Gemeinde am Verhungern. Aber er will nicht, dass ich das tue. Er will nicht, dass ich den Wille Gottes tue. Heftig, oder? Richtig heftig. Als ich das gelesen habe, dachte ich auch, hola, da ist schon einiges passiert. Und die Antwort, die er gegeben hat, schon von Anfang an, fand ich auch sehr, sehr gut. Und dann hat er gesagt, ich weiß nicht, ob du überhaupt noch in der Lage bist, die Wahrheit anzunehmen oder nicht. Aber ob du sie nun annimmst oder nicht, ist egal. Ich werde trotzdem eine Antwort geben, weil es vielleicht anderen hilft, die auf einem ähnlichen Weg sich befinden und sich in eine ähnliche tragische Situation hineinmanövrieren könnten, in der du offensichtlich gerade bist.
Und dann habe ich gesagt, zweifellos gibt es Zeiten in deinem Leben, in denen man noch miteinander diskutieren kann. Und es kann auch, aber auch schon vorbei sein. Und er sagt, und vielleicht gibt es diese Zeit nicht mehr in deinem Leben. Vielleicht bist du schon so weit hineingegangen in deine starke Wahnvorstellung, die du bekommen hast. Aber wenn nicht, dann bete ich, dass du meine Worte annimmst und danach handelst. Und er hat gesagt, wenn du den weisen Ratschlag deines Pastors ablehnst, der dir die Wahrheit sagt, dann befindest du dich auf dem gefährlichsten Platz, den es gibt. Und es ist, du kannst den Herrn, den du vorher kanntest, verlieren und nicht mehr wiedererkennen. Und er schreibt 2. Thessalonicher 2, Vers 10 bis Vers 12. 2. Thessalonicher 2, Vers 10, und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Warum ich darüber kurz doch nochmal reden wollte, ist, es gibt das auch in einer anderen Form, dass Menschen nicht sagen, ich denke, der Herr hat zu mir gesagt, ich bin der eigentliche Pastor der Gemeinde, sondern dass Menschen sagen, ich denke, der Herr hat mir geistliche Einsichten gegeben, die der Pastor noch nicht erkannt hat. Ich denke, da gibt es Situationen bei uns in der Gemeinde, der Pastor weiß nichts davon und da muss man dies und jenes unternehmen. Und ich habe ein Wort vom Herrn, dass der Pastor sollte da und da sein und dies und jenes tun. Und dann sagen sie, ja, ich bete und ich faste und ich höre auch vom Herrn. Und das ist so, so gefährlich, wenn sie dann Dinge hören wollen und Offenbarungen haben wollen, die ihre geistliche Autorität nicht unterstützt. Und diese verführerischen Geister, die wirken weiter mit den Menschen, wenn sie davon nicht frei werden wollen. Wenn sie nicht akzeptieren wollen, was der Pastor zu ihnen sagt, dann fangen sie an, sich zu ärgern. Und sie sagen sich, ich bin aber jetzt schon 15 Jahre in der Gemeinde. Ich weiß, ich habe einiges schon erlebt. Ich weiß, wie der Herr redet. Ich kenne seine Stimme. Ja, das gibt es alles. Muss nicht immer so gleich sein, dass sie denken, sie wollen Pastoren werden. Aber es ist manchmal, dass sie denken, sie kennen den Wille Gottes, sie haben die Stimme Gottes gehört. Und der Pastor sagt zwar was anderes, aber der ist schon alt, der hat keine Ahnung mehr. Der ist schon so lange im Dienst, der ist nicht mehr so sensibel dem Geist Gottes gegenüber wie früher. Früher war das alles anders. Früher hat er auch davon erzählt, welche Visionen und Träume Gott ihm gegeben hat. Heute hört man doch fast nichts mehr davon. Versteht ihr, was für verführerische Geister so etwas sagen? Es geht ganz, ganz subtil und immer langsam und mehr davon. Und dann glauben die Leute das und sie befinden sich in einer Wahnvorstellung, in einem Irrglauben. Und weil sie die Liebe zum Wort Gottes und zum Mann Gottes verloren haben, schickt der Herr ihnen solche verführerische Geister, dass sie die Lüge dann auch irgendwann glauben werden. Und deshalb hat er geschrieben, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch Sinn macht, mit dir darüber zu reden. Ob du das überhaupt noch annimmst und verstehst. Nun, ich bin aber ein Ältester hier in der Gemeinde. Ich weiß aber auch was und dies und jenes. Und das sind diese verführerischen Geister. Das ist ganz, ganz gefährlich. Und ich springe mal ein bisschen weiter. Dieser Gedanke oder diese Art des Denkens, schreibt er auch weiterhin, das findet man selbst auch oder hat man auch gefunden bei Luzifer. Er hat sich auch selbst erhöht. Und das ist eine Selbsterhöhung, wenn wir so etwas denken. Und das hat natürlich zu seinem Untergang geführt. Aber nicht nur er. Weitere Beispiele auch in der Schrift, ob es Korah
war beispielsweise, ging gegen Moses. Das war aber ein Leiter. Korah war ein Leiter, der eingesetzt war, auch durch den Herrn. Der Herr hat zu Moses gesagt, setz ihn alle ein. Und dann irgendwann ist es so gekommen, wie auch bei Luzifer. Er hat gedacht, er ist etwas. Das Ganze endete so sehr, der Herr hasst so etwas so sehr, dass er in dem Fall sogar, die Erde hat sich geöffnet, Korah und alle die, die auf seiner Seite waren, die waren von jetzt auf nachher zack verschwunden, sind in die Hölle hinabgefahren und es war keiner mehr von ihnen da. Judas warnt in Judas 11 bis Vers 13, dass auch solche Leute versuchen, in den Gemeinden aufzustehen und die eigentlich die, die Regierung hassen. Nicht die Regierung da draußen, sondern die Regierung in der Gemeinde ist damit gemeint. Sie sind anmaßend, sie werden überheblich und sie sind eigenwillig und sie haben auch keine Scheu davor, irgendetwas Böses zu sagen über Würdenträger, also diejenigen, die der Herr eingesetzt hat, Prediger, Pastoren, Missionare, wie sie alle heißen. Reden Böses, aber verstehen es nicht. 2. Petrus 2, Vers 10 bis 11. Am meisten aber die, die nach dem Fleisch leben, in unreiner Begierde und jede Herrschaft verachten. Frech und eigensinnig schrecken sie nicht davor zurück, himmlische Mächte zu lästern. Das war 2. Petrus 2, Vers 10 und 12. Und Vers 11, wo doch die Engel, die größere Stärke und Macht haben, kein Verdammungsurteil gegen sie vor dem Herrn bringen. Aber sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden. Sie lästern das, wovon sie nichts verstehen und werden auch in ihrem verdorbenen Wesen umkommen. Er beschreibt auch weiterhin, dass auch David, er hat sich dem Saul untergeordnet, solange der Herr es zuließ, dass Saul noch König war. Obwohl auch Saul sich nicht mehr richtig verhalten hatte und David schon als König gesalbt wurde. Aber er hat die Regierung, die Gott eingesetzt hat, geachtet. Bis es seine Zeit natürlich war und Saul gab es nicht mehr. Und das ist etwas, das müssen wir verstehen, dass diese verführerischen Geister heute noch in den verschiedenen Gemeinden mit verschiedenen Menschen wirken. Und sie wirken oft sehr geistlich nach außen hin für jemand, der neu im Herrn ist. Sie reden fast nur über Gott, über die Bibel. Sie haben scheinbar ein Gebetsleben, lassen sich auch wissen, dass sie eins haben. Sie fasten auch viel und sie achten auch darauf, dass du es mitbekommst, dass sie viel fasten. Das sind nur so Randnotizen und so weiter. Und du denkst, die ist aber wirklich nah beim Herrn oder der ist aber auch nah beim Herrn. Das mag ja sein, aber diejenigen, die wirklich nah beim Herrn sind, die werden nicht damit hausieren, wie viel sie beten, wie viel sie die Bibel lesen und was sie alles tun. Sie tun es, weil sie wissen, der Herr sieht es, braucht kein anderer zu sehen. Sie würden es auch tun, wenn es kein anderer mitbekommt als nur der Herr. Und das ist also der Unterschied zu manch anderem. Und darauf muss man halt aufpassen, auf sowas. 1. Samuel 15, Vers 23, da geht es um König Saul. 1. Samuel 15, 23, denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Saul hat sich geweigert, wirklich Buße zu tun und hat sich geweigert, unterzuordnen dem Propheten in dem Land. Es war zwar Saul der König, aber die geistliche Autorität in dem Land war immer noch Samuel. Und er hat sich dieser Autorität nicht untergeordnet. Das ist auch schwer für einige Menschen heutzutage in unserer Gesellschaft, die eine sehr hohe Position vielleicht haben in der Welt, auf der Arbeit und sich dann einem Pastor unterordnen müssen, der solche Dinge, so eine Karriere vielleicht niemals erreicht hat. Das ist für manche schwer, nicht für alle, aber für manche kann das sehr, sehr schwer sein. Die sind sehr empfänglich für solche Geister natürlich auch. Nun ja, er sagt hier, am besten gehst du zurück zu deinem Pastor, bekennst deine Sünde,
Bitte ihn, dass er mit dir betet, ordne dich ihm wieder unter. Und dann sagt er, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich keine große Hoffnung mehr für dich. Denn wenn jemand schon so arrogant und so von sich überzeugt ist, habe ich keine Hoffnung. Aber ich hoffe, du kannst mir das Gegenteil beweisen, schreibt er zu ihm. Amen. Das war's. Ich habe zwar noch was, aber das nicht so. Lass uns mal aufstehen, wir sind schon weit über der Zeit.